Der Innsbrucker Klettersteig. Hoch oben über Innsbruck bei der Bergstation Haferlecker geht es in Richtung Westen gleich mit einer steilen, knackigen C-Stelle los. Über Klammern mit etwas höheren Abständen geht es relativ rasch zum ersten Gipfel der Seegrubenspitze. Den Innsbrucker Klettersteig würden wir nur als bedingt anfängertauglich empfehlen. Dadurch, dass er immer wieder mal ausgesetztere Passagen im Gehgelände dabei hat, ist er nichts für schwache Nerven und vor allen Dingen braucht er einiges an Kondition. Viel Klettersteigerfahrung braucht man nicht unbedingt, aber den ein oder anderen Sportklettersteig sollte man definitiv schon mal gemacht haben, um den Umgang mit dem Stahlseil zu beherrschen. Insgesamt zählt er zu Recht zu den schönsten Gratklettersteigen, vor allem, weil er einwandfrei saniert und top in Schuss ist. Über den schmalen Grat geht es nun weiter zu sandigem, teils ausgesetztem Gehgelände, weiter zum nächsten Abschnitt des ersten Teils. Möchtet ihr auch in Zukunft mit weiteren Tourguides oder vielleicht auch Produkttests versorgt sein, dann empfehle ich euch, diesen Kanal zu abonnieren. Hier erscheint im Wochentakt neues Material für euch. Auf diesem geht es auf die östliche Kaminspitze. Also heute sind wir da am Innsbrucker Klettersteig ganz alleine. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, normalerweise ist dieser Klettersteig überrannt. Nachdem wir heute über Innsbruck unbeständiges Wetter haben und in Richtung Karwendler sehr schönes Wetter, ist davon auszugehen, dass heute nicht sehr viel los sein wird. Viele der Klettersteigaspiranten kommen von Innsbruck und entscheiden sich auch dementsprechend, bei Schlechtwetter eher nicht zu gehen, was eine gute Idee ist. Wenn man aber weiß, dass es hier im Karwendel schön ist, dann kann man den Klettersteig natürlich trotzdem machen. Auf stabiles Wetter sollte man aber auf jeden Fall schauen, weil hier ist man am Grat doch immer recht exponiert. Und gerade wenn wenig los ist und man gerät in eine Notsituation bei Schlechtwetter, kann einem in der Regel auch keiner helfen. Natürlich am Wochenende, an einem sehr schönen Wochenende mit stabilem Wetter, ist hier unglaublich viel los. Hier muss man dann auch mit dem ein oder anderen Stau an den schwierigeren Stellen rechnen. Vom Gipfel geht es über B- und C-Stellen, aber großteils leichter immer weiter über den Grat. Zur Rechten hat man stets die Tiefblicke in das Karwendel, nach links immer wieder den Blick nach Innsbruck. Mit Höhenangst hat man auf diesem Steig definitiv schlechte Karten. Vor allem Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind definitiv unumstrittene Voraussetzungen, um am Klettersteig sicher unterwegs sein zu können. Hin und wieder gibt es auch Stellen, an denen man nicht nahtlos von der einen in die andere Sicherung umhängen kann, dem sollte man sich ebenfalls bewusst sein. Der Grat bis zum Kemacher geht immer wieder bergauf und bergab und stellt durch die Länge hohe Anforderungen an die Ausdauer, da man doch einige Stunden je nach Geschwindigkeit und Verkehr unterwegs ist. Am Innsbrucker Klettersteig gilt es, 550 Höhenmeter zu überwinden und er wird in insgesamt 5 Stunden absolviert, wobei die Dauer definitiv sehr stark variieren kann, je nachdem, wie schnell man in den Gehpassagen unterwegs ist. Die schwerste Stelle am Klettersteig ist mit CD bewertet und befindet sich ganz am Ende des zweiten Teils. Außerdem gilt es, diese abzusteigen, was die Passage zusätzlich erschweren kann. Weiters sind entlang des Klettersteigs immer wieder sowohl im Auf- als auch im Abstieg einige C-Stellen zu überwinden.
Der Klettersteig ist zum größten Teil jedoch leichter. Die vielen AB- und B-Stellen werden durch die knackigen, schwierigen Passagen immer wieder unterbrochen. So, und jetzt an dieser Stelle, glaube ich, ist einmal eine gute Gelegenheit auch zu erwähnen, dass wir hier keine Schule machen auf diesem Klettersteig, sondern einen reinen Tourguide. Das bedeutet, wir zeigen euch den Steig selber. Und es ist schon so, dass wir nicht immer nach dem Lehrbuch unterwegs sind in den Tourguides. Darauf braucht man uns auch nicht hinweisen, das wissen wir. Oftmals liegt es auch daran, dass zum Beispiel hier am Innsbrucker Klettersteig Stellen versichert sind, die meiner Meinung nach nicht unbedingt versichert sein müssen, beziehungsweise wenn man sie beherrscht, als Gehgelände ganz gut machbar sind. Und dann verläuft da zum Beispiel jetzt das Seil am Boden und da ist es eher ein Hindernis, wenn man eingehängt ist. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass jeder, der sich nicht sicher ist, stets einhängt. Ein letzter Aufschwung in Teil 1 und man steht auf dem Kemmacher, dem höchsten Gipfel im gesamten Innsbrucker Klettersteig. Der etwas breitere Gipfelaufbau lädt auch zu einer kleinen Pause ein. So, herzlich willkommen auf dem Kemmacher. Das ist sozusagen hier der Hauptgipfel in diesem Klettersteig. Das ist ein toller Aussichtsberg, die Nordkette, der gesamte Grat bietet immer wieder Wahnsinnsausblicke. Aber wir haben noch einiges vor uns, den gesamten zweiten Teil und jetzt den Abstieg vom Kemmacher. Das bedeutet, wir dürfen nicht allzu viel Zeit verlieren, weil wir haben ja dann einen Abstieg nach dem Teil 2 auch noch vor uns vom Frau Hitzsattel. Deswegen gehen wir jetzt weiter. Im weiteren Verlauf geht es nun bergab über mittelschwere Stellen bis zum Wiesengrat und dem langen Sattel. Der Sattel ist nun die Kreuzung, bei der man entscheiden muss, ob man nach links zur Bahn absteigen möchte oder sich noch den zweiten Teil zutraut. Dieser ist deutlich kürzer als Teil 1, hat aber noch einige anspruchsvolle C-Stellen, sowohl im Auf- als auch im Abstieg und vor allem die CD-Schlüsselstelle zum Ende hin. Wenn man sich für Teil 2 entscheidet, startet man bei der östlichen Sattelspitze mit einem ersten Abstieg auf die Nordseite der Nordkette. Hier kommt es durch viel brüchiges Gestein oftmals zu Steinschlag, also unbedingt den Helm auch in Teil 2 auflassen. Beim Innsbrucker Klettersteig liegt anders als bei Sportklettersteigen nicht der Steig selbst im Fokus, sondern mehr der gesamte Grat. Daher gleicht die gesamte Unternehmung mehr einem alpinen Vorhaben als einer reinen Klettersteigerfahrung. Wenn euch dieser Tourguide gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch und unterstützt die Alpen Academy mit einem Abo, damit ihr keine Tourguides, Tests und viele andere Videos mehr verpasst. Nach einem kurzen, aber anspruchsvolleren Grat erreicht man den finalen Gipfel, die westliche Sattelspitze,
von der aus man noch einen ordentlichen Tiefblick auf die Landeshauptstadt und die gesamte Nordkette in beide Richtungen genießen kann. Der Abstieg gestaltet sich nochmal als ordentliche Herausforderung, vor allem, weil man schon einige Kilometer in den Beinen hat. Über zwei knackige Zehstellen und die finale überhängende Wand mit Klammern erleichtert, geht es zum Ausstieg der größten Schwierigkeiten. Bis zum nächsten Mal wünschen wir eine schöne Zeit und Bergheil!